So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zum weiteren Video hier zum Langzeittest der Sprühversiegelung / Sprühwachse. Und ihr seht das, wir haben so ein bisschen hier Verschmutzung und alles Mögliche an Regen auf dem Fahrzeug drauf. Das Ganze ist jetzt 8 Wochen her. Einige Kilometer sind mit dem Fahrzeug bereits gefahren worden. Und dementsprechend werden wir jetzt gucken, wie sich das Ganze verhält, welche Versiegelung / Sprühversiegelung und so weiter sieht am besten aus. Viel Spaß beim Video, schreibt eure Meinung gerne dazu in die Kommentare. Ja, ich würde sagen, bevor wir loslegen mit der Handwäsche und der Vorwäsche, gehen wir mal hin und sprühen hier einfach mal komplett das Fahrzeug bzw. die Haube ein. Und wir sehen hier noch ganz klar die Linien. Das ist halt immer wieder schön anzusehen. So, und wie sieht das Ganze jetzt hier im aktuellen, ungewaschenen, wirklich verdreckten Zustand aus? Muss ich ordentlich pumpen hier. Genug Feuchtigkeit drauf bekommen und dann gucken wir uns die Tropfen natürlich, wie ihr das gewohnt seid, auch in der Nahaufnahme nochmal an. Und die sehen alle nicht so mega aus. Jetzt hier die 4 auf der Seite. Und daneben jetzt hier auch noch die anderen 4 mal angucken. Oh, das ist krass. Der sieht besser aus als Spraywax. Daneben ist es ja direkt. Das zeige ich euch gleich mal. Also Felgendetailer sieht besser aus als Spraywax. Wie sieht hier der Speeddetailer aus? Tendenziell auch noch besser, aber Felgendetailer irgendwie am besten. Also das, die drei da oben sind wirklich krass, ganz komisch. So, okay. Ja, ich denke, das reicht und dann gehen wir mal in die Aufnahme. Okay, schauen wir uns das Ganze direkt mal an. Wir sehen hier links oben Sonax Spray-Versiegelung. Okay. Also keine Megatropfen, aber wie gesagt, ist natürlich schmutzig. Beim Dr. Wachs sieht es schlechter aus, muss man ganz klar dazu sagen. Da sind mehr Tropfen, die eckiger sind, sage ich mal dazu. Komischerweise, der Felgendetailer sieht von allen, werdet ihr gleich bestimmt auch sehen, am besten aus. Also man sieht, hier sind auch manche Tropfen so ein bisschen unförmig, aber immer auch im direkten Vergleich zum Spraywax von Dr. Wack sehen die am besten aus, am rundesten auf jeden Fall. Und der Speed Detailer tendenziell auch besser als das Spraywax, aber nicht so gut wie der Felgendetailer. Dann hier unten das Turtle. Heute gar nicht so schlecht, allerdings hier relativ platte Tropfen. Das sieht man hier ganz gut, wie ich finde, beim Felgendetailer. Aber auch hier bei den beiden. So, und daneben das Meguiars, ja, schade drum. Wie sieht das ADBL aus? Nee, auch nicht so mega, die Tropfen. Also da ist der Spraywax da oben ein bisschen besser, würde ich sagen. Aber schreibt ihr es mal in die Kommentare. Und zu guter Letzt der Koch Chemie. Okay, machen wir mal Vorwäsche. Ja, wir machen heute die Vorwäsche mit Koch Chemie Gentle Snow Foam. Ist ja pH-neutral und einige von euch hatten sich das in einem der Videos dieser Videoreihe hier mal gewünscht. Dementsprechend Vorwäsche und Handwäsche machen wir damit. Los geht's. Also, los geht's. Gloria ist vorbereitet, muss noch gepumpt werden. Boah, lang nicht mehr mit der FM10 gearbeitet, ist das ungewohnt. So, ich glaube, ich hätte ein bisschen dickeres Schaumbild machen können. Oh ja, ordentlich dünn. Aber egal. So, ach, sieht das schön aus. Traumhaft. Also GSF, echt geil. Okay, ich lasse einen Moment einwirken und dann mit Hochdruckreiniger abdampfen. So, und jetzt guck direkt schon mal, wo ich den Hochdruckreiniger am Start habe. Also das ist schon mal ganz interessant zu sehen. Wir sehen, dass das Sonax sich am besten verhält. Okay, Freunde, ich denke, das kann man ganz gut erkennen, dass wir hier beim Sonax definitiv das beste Ergebnis haben. Hier fangen die Tropfen langsam an, wieder sich zu Kreisen zu bilden. Wir sehen das hier im oberen Bereich beim ADBL, im unteren sehen wir das nicht. Wir sehen, dass das auch nicht funktioniert beim Spraywax, beim Felgendetailer noch nicht so. Speeddetailer noch ein bisschen. Koch ist komplett hinüber. Dann sehen wir hier beim Meguiars ist tot. Turtle tut sich auch nicht viel. Also da bin ich jetzt mal richtig gespannt, wenn wir richtig Beading-Test machen mit der Flasche. Also ab dafür, jetzt hier halt auf dem nassen Lack. Ja, das ist toll. Also das Sonax sticht hier wirklich ganz klar hervor. Geiles Ding. Dr. Wack.
Ja, doch, doch, jetzt kommt es. Also einige schöne Tropfen dabei. Dann machen wir direkt hier unten mal weiter. Ja, Koch ist halt traurig, ne? Koch ist halt echt schade. ADBL. Ich sprühe jetzt hier im unteren Bereich erstmal. Und da sieht es schlechter aus als der Wack da oben. Und hier im oberen Teil können wir natürlich jetzt auch mal sprühen. Also hier sieht es ein bisschen besser aus als hier. Aber den finde ich da oben besser. Dann nehmen wir hier den Meguiars und da seht ihr es, da tut sich halt nicht mehr viel. Hier drüber haben wir den Felgen Detailer und der ist krass, also wie gerade auch schon. Das ist ein krasses Ergebnis. Aber jetzt tendenziell würde ich sagen, sehen die Tropfen hier drüben beim High End auf jeden Fall besser aus, also beim Spray Wax. Wie sieht der Speed Detailer aus? Oh, sehr schöne Tropfen kommen hier zur Geltung, sehr geil. Okay, und last but not least noch der Turtle. Nee, auch nicht mehr so berauschend. Also, ich habe vorbereitet Gentle Snow Foam mit dem 300 Meter Wonder Washer, besten Waschhandschuh auf dem Markt. Dementsprechend gehen wir hin. Einmal die vier jetzt hier und gehen jetzt hier ganz sanft drüber über die Stelle. Dann nehmen wir die hier, mit der man auch nichts unterstellt. So, wasch den Handschuh aus im Eimer, ganz gründlich. Neues frisches Shampoo-Wasser und gehen über die nächste Stelle. So, wechsel die Seite, sodass jeder eine saubere Seite hat. Wasch mal auch wieder schön aus. Und wir machen das natürlich hier auf der anderen Seite genauso. 2, 3, so. Umdrehen. Okay, auswaschen. Und auch hier. Oh, jetzt habe ich gewendet. Ich weiß, da war ich in Gedanken. Wasche ich noch mal kurz aus. Aber gut, Meguiars ist ja nicht mehr so viel zu retten. Okay, das hätten wir. Abdampfen. Mal gucken, was dann passiert. Das ist krass. Guckt euch das mal an, wie geil das ADBL jetzt aufbricht. Das ist ja heftig. Im Vergleich hier zum Dr. Wack ist es viel, viel schneller. Okay, Freunde, das ist wiederum wieder krass zu sehen. Schaut euch mal an, wie das ADBL auf einmal rausgekommen ist. Also das sah gerade beim Sheeting, beim Drübersprühen wirklich krass aus. Und wir sehen hier der obere Bereich, tolle Perlen. Hier nicht so, hier wieder ein bisschen besser. Also ganz komisch strukturiert. Ich würde sagen, erstmal sanft abtrocknen und dann mit der Sprühflasche drüber gehen. Also einmal schön sanft abtrocknen. Gehen wir hier drüber. Zack, zack. Ganz sanfte Bahnen. Einfach ein bisschen die Feuchtigkeit aufnehmen. Und hier genauso. Okay. So, dann würde ich sagen, jetzt geht's aber ins Beading Sheeting. Wir beginnen hier oben in der Ecke wieder mit dem Sonax. Toll, wirklich ganz toll. Also ich hatte es ja auch, wie gesagt, hier knapp ein Jahr bei mir auf dem Lack drauf oder hatte es ein Jahr drauf und es hat knapp ein Jahr richtig gut performt. Also wirklich ein saugeiles Zeug. Die Tropfen gleich in einer Aufnahme. Wahnsinn, Leute, wirklich krass. Daneben der Dr. Wack. Auch wieder richtig schön geworden. Schöne Tropfen, die hier rauskommen. Aber im direkten Vergleich jetzt zum Sonax, sehen die Sonax-Tropfen besser aus, muss man hier wirklich ganz fair sagen. Dann gehen wir hier runter zum Koch. Ja, der ist hinüber. Da tut sich nicht mehr so viel. Wie sieht es ADBL aus? Ich nehme es euch direkt vorweg und wir machen hier großflächig gerne, damit ihr nicht sagt, hier oben, unten. Also oben scheint es besser zu sein. Das kann natürlich an der Neigung der Haube liegen. Klar. So. Machen wir gerne noch mal ein bisschen mehr. So, hier ein paar dünnere Tropfen. Also da finde ich jetzt das Dr. Wack wieder tendenziell ein bisschen besser. Man sieht das hier auch an der Tropfenform, die zeige ich euch gleich mal. Der Kontaktwinkel scheint ein anderer zu sein. Hier sind mehr Stellen, die nicht so schöne Tropfen bilden. Aber im Vergleich bei den dreien auch,
kristallisiert sich weiterhin das Sonax als Beste raus, meiner Meinung nach. Zumindest vom Beading Sheeting, wenn man das bewertet. Daneben der Felgen Detailer, der vorhin ja so geil war, im dreckigen Zustand. Mal gucken, ob wir da einen Unterschied sehen können. Der sieht mega aus, also wirklich top. Das ist krass. Ja, dann haben wir hier den Speed Detailer hier oben. Machen wir den auch noch fertig. Auch ein sehr geiles Ergebnis, sehr schick. Oh ja, schöne Tropfen, die da kommen. Meguiars, ich suche und finde dich nicht mehr. Und last but not least, hier unten, oh krass, das Turtle kommt wieder. Also im gereinigten Zustand deutlich besser als vorher, aber im Vergleich jetzt zum Beispiel zu der Bereich da oben. Aber gehen wir mal in die Aufnahme, damit ihr es genau sehen könnt. Also da seht ihr wieder die 8 Stellen und wir gehen hier hin und beginnen hier beim Sonax. Oh, Kontaktwinkel, boah. Dr. Wack, wirklich top. Hier sehen wir so vereinzelt, dass sie nicht so schön performen, aber sonst auch vom Kontaktwinkel her ganz klasse. Nehmen wir direkt hier den Koch vorweg. Hier unten in dem Bereich, da brauchen wir gar nicht lang draufhalten, auch Kontaktwinkel. Leider schade. Ja, und bei mir hier das ADBL, auf jeden Fall gut, aber also kommt ans Sonax zum Beispiel jetzt nicht dran. Na, das muss man klar sagen. Ist irgendwo auf der Stufe mit dem Dr. Wack, würde ich sagen. Dann haben wir hier das Meguiars, da brauche ich gar nicht lange draufhalten. Der Felgen Detailer wiederum, der ist richtig krass. Ich bräuchte wirklich ein Kontaktwinkel-Messgerät. Da bin ich mir echt unsicher, ob da einer besser ist, der Tropfen. Und hier neben noch der Speed Detailer. Und das ist auch interessant zu sehen, wie geil der performt. Krass. Und Meguiars hatten wir, genau, hier nochmal das Turtle Wax. Ja, meine Freunde, wie ihr auch im letzten Video gesehen habt, soll es ja so sein, dass wenn das Ganze gewaschen ist, das Ganze sich noch mal ein bisschen anheben muss, wie auch immer man das nennt. Das hatten wir beim 6-Wochen-Video. Und dementsprechend bekommen die Versiegelungen jetzt auch noch mal ein paar Stunden Ruhe, sodass wir gleich noch mal hingehen und uns das Ganze danach noch mal angucken. Einige Stunden sind jetzt vergangen und dementsprechend gehen wir jetzt hin, wie angekündigt, und gucken uns das Ganze jetzt an. Wir beginnen hier oben beim Sonax und das ist wirklich weiterhin schön, schön am Perlen. Okay, next haben wir dann Dr. Wack und da bin ich ja mal gespannt drauf, weil sie offiziell ja jetzt so sagen, so wurde es mir gesagt, das performt danach dann besser. Könnt ihr gleich mal in die Kommentare schreiben, wenn ich es euch in der Aufnahme gezeigt habe. Nehmen als nächstes hier direkt das letzte, das Koch Chemie. Holt das aus. Und hier das ADBL. Mal gucken, ob sich das auch verbessert hat. So. Okay, ja, die Tropfen sehen nett aus. Okay, sehr schön. Und hier auf der anderen Seite sehen wir hier oben den Felgen Detailer. Also der ist krass. Irgendwie habe ich das Gefühl, der macht die schönsten Tropfen heute bei diesem Test. Dann haben wir daneben natürlich auch noch den Speed Detailer. Nehmen wir den vorweg. Boah, ich pumpe mir den Wolf. Beim nächsten Mal nehmen wir den Drucksprüher, glaube ich. So, und dann haben wir noch das Meguiars. Ja, da tut sich leider gar nichts mehr auf. Und last but not least, Turtle. Okay. Sehr schön. Okay, schauen wir uns dementsprechend jetzt die Sachen in einer Aufnahme an. Sonax, hier wirklich ein Top-Ergebnis. Schöne runde Perlchen, Kontaktwinkel, klasse. Daneben Dr. Wack, ähnlich guter Kontaktwinkel. Ein bisschen flacher, würde ich behaupten. Ist aber schwierig, so mit dem Auge zu sehen, zu sagen. Aber auch runde Tropfen. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, sehen die besser aus als vorhin. Direkter Vergleich, gehen wir jetzt mal hier runter zum ADBL. Also auch klasse Tropfen jetzt hier. Okay, und hier neben der Koch Chemie haben wir da. Und dann sind wir hier oben wieder angekommen beim Felgen Detailer. Und da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, die Tropfen besser oder die? Also das liegt dicht beieinander. Speed Detailer ebenfalls auch sehr, sehr schick. Dann hier ist Meguiars natürlich der Vollständigkeit halber und Turtle. Hoch, Freunde, mir fällt gerade auf, ich habe vorhin gar keine Sheetings gemacht. Wir haben natürlich durch den Hochdruckgarnier einiges gesehen, aber richtig mit der Flasche habe ich ehrlich gesagt gepennt. Wir beginnen hier beim Sonax und das wird natürlich dementsprechend dann auch beim Koch runterlaufen. Machen wir hier drüber. Ja, also hier schiedet das ordentlich, hinterlässt aber an einigen Stellen auch noch ein bisschen Feuchtigkeit. Hier unten Koch ist halt platt. So, und ich muss mal nachfüllen, das reicht nicht. So, Wasser aufgefüllt, dementsprechend legen wir los, High End.
Spray Wax von Dr. Wack und ADBL wird jetzt Wasser abbekommen. Hinterlässt auch ganz viele kleine Tropfen, mehr als das Sonax, wie man hier direkt sehen kann. So, ich habe jetzt gar nicht aufs ADBL geachtet, wir gucken jetzt mal hier. Das sieht ähnlich aus von den Tropfen, die übrig bleiben, von den Resten. Und von der Geschwindigkeit versuchen wir es auch nochmal. Ähnlich würde ich behaupten. Wie sieht es hier aus, wenn wir den hier machen? Ich nochmal. Also das Sonax ist schneller. Sonax ist schneller. Angekommen auf der Fahrerseite haben wir hier oben den Speed Detail, nein falsch, den Felgen Detailer. So. Und das ist interessant. Da hinterlässt er mehr Tropfen als das Spray Wax, würde ich sagen. Ja, und hier unten hat Meguiars. Alter Schwede. Wird nur noch mehr. Hier haben wir den Speed Detailer. Und der wiederum hinterlässt wieder ein bisschen weniger Tropfen als hier, würde ich behaupten. Hier sind die von der Geschwindigkeit, die zwei. Detailer, also der Speed Detailer hier schneller, würde ich sagen. Und Turtle, last but not least, sieht so aus. So, ich würde jetzt nochmal hier einmal so drüber mähen. Mal schnell gucken. Also alle wirklich ein bisschen anders. Also meine Freunde, das war hier der Status nach nun 8 Wochen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne mit dem Daumen nach oben signalisieren. Das freut mich, wenn ihr neu seid, solchen Content hier über Autos, Autopflege, Reparaturen und so weiter sehen möchtet. Gerne ein kostenfreies Abo dalassen. Schreibt mal jetzt eure Meinung in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat. Ich verlinke euch alle Produkte unterhalb des Videos in der Infobox. Haut rein, bis zum nächsten. Danke und ciao.